Hallo und herzlich willkommen. Ein Spiel erst kürzlich in den Early Access gestartet, und zwar das hier. Hellish Quad, ein Schwertkampfspiel. Wie toll ist das denn? Vor allem, wenn ihr die Features gelesen habt mit Multiplayer am geteilten Bildschirm. Also quasi zwei Leute vor einem Fernseher. Das ist doch auch schon mal gut. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ist rausgekommen letzte Woche? Diese Woche Dienstag? Ich glaube schon. Und dann schauen wir einfach mal. Es gibt hier einen Story-Modus. Hier gibt es auch die Development Roadmap. Da gucken wir noch mal kurz rein. Okay, die planen also hier eine ganze Menge. Wie gesagt, ist in den Early Access gestartet. Wir gucken aber jetzt trotzdem einfach mal, wenn wir hier mal direkt in das Kämpfen einsteigen, was hier so passiert. Ich habe also so einen Survival-Mode, ich habe einen gegen CPU-Mode und gegen einen Player. Und wir machen mal gegen den Computer, mal schauen, wie wir uns hier schlagen. So, es gibt hier eine Auswahl an Charakteren. Ein paar sind noch gesperrt. Ich weiß jetzt nicht, ob er die freispielt oder ob die im Early Access noch nicht drin sind. Also ich könnte mir vorstellen, hier diese Charaktere, die wir hier so ganz rechts sehen, die gibt es wahrscheinlich noch nicht. Die kommen in dem Update, das haben wir glaube ich auch eben irgendwo gelesen. Und wir schauen jetzt einfach mal, dass wir uns hier mal einen Charakter auswählen. Nehmen wir mal hier den Kollegen und suchen uns einen Gegner aus. Nehmen wir mal ihn hier und können jetzt noch entscheiden, der KI-Gegner, wie der so drauf ist. Und dann schauen wir mal, was passiert. Okay, na, Schauplatz können wir jetzt noch wählen. Nehmen wir mal hier dieses schöne Haus im Hintergrund und dann geht es auch schon los. So, ich muss übrigens hier nicht parieren, das macht er alleine. Wenn ich mich nicht bewege und auch nicht angreife. Oh, ein bisschen bewegen muss ich mich vielleicht schon. Ah, da hat er mich. Also mir gefällt es unheimlich gut, wie die Typen sich bewegen. Also das ist schon irgendwie, sieht das ziemlich realistisch aus. Ja, ne? Das war jetzt dumm gelaufen, die Kategorie. Und das ist schon auch hier so ein bisschen alles so ein bisschen taktisch. Also das ist nicht so ein blödes Druckgekloppe mit allem möglichen, sondern das ist schon so ein bisschen auch im richtigen Moment das Richtige tun. Das gefällt mir schon gut. Ich weiß noch nicht so richtig. Das war dämlich. Ich muss gerade mal kurz in die Steuerung reingucken. Was. Na? Ah, hier haben wir es doch. Gut. Ich verstehe es nur nicht. Ach doch, ich verstehe es. Nee, ich verstehe es nicht. Okay. Guard Block ist. Mach nix. Combo ist. B, würde ich jetzt mal sagen, oder? Würde ich das als B interpretieren? B und X. Combo 2 ist A und Y. Belly to Legs ist nach rechts und B und dann, also das ist ja viel komplizierter als ich dachte. Das heißt, was muss ich machen? Ich verstehe ehrlich gesagt noch nicht so richtig, was diese Dinger mir da zeigen. Jetzt sind da auch zwei weiß und zwei sind grün und da sind die grau. Vielleicht gleichzeitig drücken? Nee, oder?
Ah, Moment, wir müssen hier mal gucken. Vielleicht gibt es auch ein Tutorial. Das wäre doch mal eine tolle Wurst. Es gibt natürlich ein Tutorial, dann schauen wir da doch mal rein. Gehen wir doch mal eher erstmal in die Basics. Okay, da haben wir diese lustigen Button. You can come. Okay, ich kann das hier kombinieren. Upsala. Das habe ich verstanden. Okay, der blockt automatisch. Wenn ich nach hinten drücke, verbreche ich den Angriff ab. Und mit der Zeit wird man anscheinend auch müde, wenn man die ganze Zeit irgendwie was macht. Und wenn ich ganz dicht bin, dann mache ich halt einen fiesen Schlag. So, wenn ich ganz dicht bin, dann kann ich den... Da ist eine Hand abgeflogen. Wenn ich ganz dicht bin, dann kann ich auch die Hand wegschlagen. Okay, dann kann ich, wenn ich nach da mache, gehe ich ganz schnell nach hinten. Und da kann ich auch den Gegner anpacken. Und ich kann flüchten mit nach hinten. Ah, mit... Wenn ich den Trigger gedrückt halte, dann gibt es alternative Angriffe. Und nach hinten kann ich immer ausweichen. So, gucken wir noch kurz in dieses Tactics-Tutorial. Ja, haben wir verstanden, oder? So, also jetzt nochmal hier. Schlagen wir uns doch nochmal hier durch. Wir kämpfen nochmal gegen die CPU. Und schauen mal, was jetzt passiert. Jetzt, wo wir mal so ein bisschen wissen, was wir eigentlich machen wollen. Wer war denn das jetzt? Den da haben wir gesagt. Und wir wollen ihn da. Ja, also machen wir das mal. Und wieder hier unser Hütchen. Und jetzt geht's los. So, dann fangen wir mal hier fröhlich an. Ha! Da guckst du, ne? So, nach da. Hier ist irgendwie... Ah, da hat er mich erwischt. Da habe ich ihn erwischt. Oben, das sind übrigens die Flaggen. Und wenn ich zwei rote habe, dann... Dann habe ich die Runde gewonnen. Ja, das war doch schon mal cool. So, jetzt gehen wir nochmal zurück und gucken uns jetzt auch mal den Story-Modus an. Den gibt es noch nicht. Okay, passt. And this father, old man, is walking through the yard and his son dressed up as a turtle. Also, wir überspringen. Und dann kämpfen wir doch einfach noch mal ein bisschen, oder? Ja, denke ich auch. So, nehmen wir doch mal hier die da. Die hat auch ein ganz interessantes Langschwert. Und nehmen ihn mal. Und der lass uns mal passiv unterwegs sein. Auf dieser schönen Wiese. Und dann gucken wir mal, wie das funktioniert. Da hat er nicht mitgerechnet.
würde ihn gerne mal so greifen irgendwie. Ah, das war dämlich. Sieht schon gut aus, was die da machen irgendwie. Okay, das war doof. Gut, in das Schwert greifen sollten wir halt auch nicht. Oh, jetzt habe ich ihn aber voll erwischt. Da hat er mich fies erwischt. Ich habe ihn zwar auch irgendwie an Bein getroffen, aber das ist natürlich bei Weitem jetzt nicht so wirkungsvoll wie... Ich habe jetzt noch nicht gesehen, wo die Ausdauer eigentlich ist. Jetzt habe ich einfach mal kräftig auf ihn drauf getroschen. Aber was wir schon mal sehen, also die beiden haben sich jetzt auch schon... finde ich recht unterschiedlich bewegt zu den anderen beiden. Also wie gesagt, immer mal dazu sagen, das ist im Early Access. Deswegen kann da natürlich noch viel passieren und es kann auch noch viel schief gehen. Nichtsdestotrotz finde ich, sieht es schon unheimlich gut aus. So, das machen wir jetzt mal mit einem aggressiven Gegner hier, idyllisch im Schnee. So, da habe ich also einen Degen. Und der geht natürlich jetzt echt los, ne? Da habe ich ihn aber erwischt. Jawohl. Oh, da hat er mich böse erwischt. Eieieiei. Hat er mich erwischt? Ah, er hat mich erwischt. Ah, jetzt muss ich aber aufpassen, ja. Na komm, jetzt habe ich noch doch. Ah, nein, er hat mich. Ah, verflixt. Hey, verflixt. Das machen wir gerade nochmal. Die war das, ne? Gegen den. Und das mal auf die aggressive Art. So. Gleiches Spiel nochmal. Das kann man ja nicht auf sich sitzen lassen hier. Irgendwie gab es ja auch Combo 1 irgendwie. Ah, der ist aber auch fies, der Kerl. Ui, da muss ich mir was einfallen lassen. Wie gehe ich denn mit dem um? Einfach mal ein bisschen so vielleicht, ne? Den hat er nicht kommen sehen. Oh, da hat er mich jetzt... Ne, da haben wir uns beide. Okay. Okay, das kann auch ganz schön schnell vorbei sein. Na, jetzt habe ich ihn aber doch. Ja. Es sieht richtig gut aus. Also die Bewegung, ich finde, die sehen richtig gut aus. Ja, jetzt habe ich ihn doch.
Ja, das sieht doch richtig gut aus. Also ich bin wirklich positiv eingestimmt und ich freue mich wirklich auf den Release von dem Ganzen. Mal gucken, online, das finde ich auch ganz nett. Da haben sie halt geschrieben, man kann es auch mit Steam Remote Play Together spielen. Oder über Parsec, das kenne ich jetzt nicht, aber okay. Mal gucken, versus Player, da kann ich wahrscheinlich... Also dieses Split Screen halte ich auch so ganz bisschen für ein Gerücht, aber ich glaube eher, das ist wahrscheinlich weniger Split Screen als mehr einfach auf einem Bildschirm. Was ja absolut okay ist, ja. Also so hätte ich es auch erwartet. Split Screen fände ich jetzt irgendwie komisch, aber gucken wir mal. Es ist halt so, wie man es von Mortal Kombat und Street Fighter und so weiter kennt. Hey, ich habe gegen einen Gegner getroffen, der sich nicht wehrt. Aber jetzt kann ich doch die Geschichte mal ausprobieren, wenn ich den jetzt hier einfach mal greife. Ups! Ja, cool, oder? So, dann machen wir hier nochmal... voll mit der Faust, habt ihr das gesehen? Okay, gut. Das war jetzt natürlich kein Gegner, ne? Das war einfach hier irgendwie nur mal, um ein bisschen rumzuhampeln. Gut, also ich freue mich darauf, schon mit jemandem das mal gemeinsam am Rechner zu spielen. Das wird cool, glaube ich. Gut. So, dann schauen wir uns mal das Fazit an. Ihr könnt es vielleicht schon erahnen. Also ich habe ja irgendwann mal bei der Gelegenheit gesagt, bei Early Access gibt man auch immer so eine gewisse Tendenz. Also wie das fertige Spiel ist, muss man deutlich sagen, weiß man nicht. Die können da viel verbocken, die können aber auch viel gut machen. Stand heute in dem Zustand, wie es ist, das, was ich gesehen habe, und nur das kann ich beurteilen, das sind für mich aber wirklich... 5 Fähnchen, ja. Wie gesagt, wenn das Spiel rausgekommen ist, sollte man sich das nochmal in aller Ruhe angucken. Wer Spaß dran hat, der kann sich es auch jetzt schon kaufen. Das ist auch gar nicht mal so teuer. Momentan gibt es auch nochmal mit 25% Rabatt. Ich glaube, 12 Euro kostet aktuell, regulär kostet 14. Also es ist jetzt auch kein Wahnsinnsverlust, wenn das finale Spiel irgendwie Mist wird. Aber wie gesagt, man muss halt dran denken, es ist Early Access. Da sollte man sich vor Augen halten. Ansonsten finde ich, hat es unheimlich viel Potenzial, richtig viel Spaß zu machen. Hat mir unheimlich gut gefallen und wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut es euch an. Ansonsten schreibt in die Kommentare, wie ihr es findet und was ihr euch vielleicht auch wünscht von diesem Spiel. Wäre ja auch mal ganz interessant, sich da auszutauschen. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn dem so ist, schließt gerne ein Abo ab oder hinterlasst einen Kommentar oder setzt den Daumen hoch oder alle zwei Dinge zusammen. Würde mich freuen. Ansonsten macht Dinge, die euch Spaß bereiten. Bleibt gesund und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute und tschüss.